Yes, man. Willkommen im neuen Video. Wir sprechen heute nochmal über das 6-Monate-Fazit vom Model 3. Wollen wir uns zum Quatschen reinsetzen oder wollen wir hier draußen noch ein bisschen... Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich komme nicht klar, ich komme nicht... Uff. Wir haben das erste Model 3 im Februar bekommen. Das passt ganz gut von der, von der Einschätzung her. Und wir sind seitdem auch echt viel Langstrecke gefahren. Hier und da das ein oder andere Auto zum Kunden weggebracht oder für die Vermietung. Ja, und haben natürlich auch die Reviews von unseren Kunden bekommen, nachdem die das Auto zurückgegeben haben. Es gab bis jetzt eigentlich durchweg nur positives Feedback. Ich würde sagen, also meiner Meinung nach, ist das Model 3 für mich der bessere Deal momentan als das Model S. Wenn wir jetzt hier über die Long-Range-Variante sprechen, Mid-Range ist nochmal ein bisschen was anderes, weil die Reichweite da wirklich kleiner ist als die vom Model S. Vom Long-Range, die ist auch kleiner als die vom Model S 100, aber nicht signifikant. Deswegen finde ich, ist das momentan hier der Top-Deal. Und die Konfiguration von unserem roten Model 3 mit den weißen Sitzen finde ich auch am sexiesten, so diese auf jeden Fall. Tesla-Signature-Geschichte. Definitiv eine schöne Konfiguration. Ich bin ähnlicher Meinung wie Lenny. Ist einfach preis-leistungstechnisch super. Wenn wir jetzt vom Standard Range Plus reden, sprechen wir halt auch nochmal von 10.000 Euro weniger. Das muss man dazu sagen. Genau. Wobei zum Beispiel auch kein Spotify dabei ist. Das mag für den einen oder anderen wurscht sein. Finde ich, ist schon ein großes Komfortmerkmal. Da sind noch so kleine Sachen drin, wie dass wir keine Live-Navigation haben. Sprich, wenn wir hier jetzt zum Beispiel per Google Maps auf die Karte schauen, können wir sehen, wie viel Traffic wo ist. Das haben wir beim Standard Range Plus auch nicht. Ja, und wie Lenny schon gesagt hat, also viel Langstrecke gefahren. Das längste war, glaube ich, was bin ich im Model 3 gefahren? Knapp 400 Kilometer oder sowas. Wir haben halt auch viele Abholungen gehabt und sowas. Da sind wir schon mal mindestens 200, 250 Kilometer gefahren. Das funktioniert alles super. Also auch mit einem Standard Range Plus kommt man weit. Also über 300 Kilometer auf jeden Fall. Es sind wahrscheinlich eher 315 als 350. Ja. Ein bisschen ungewohnt, dass dann halt irgendwann jetzt dieses bezahlte Supercharging mit dazu kommt. Das ist echt nochmal eine Umstellung. Für den Ladevorgang an sich nicht, also ist immer noch Stecker rein und laden, aber man kennt es halt nicht, dass dann nachher eine Rechnung kommt. Es wird um einen Prozess aufwendiger in der Vermietung, aber das ist nicht schlimm, weil wir jetzt momentan daran arbeiten, die Vermietung stärker zu automatisieren. Auch da geben wir euch bestimmt in der nächsten Zeit ein Update, wie wir das machen, über Software zum Beispiel. Also ich würde sagen, auch vom Fahrkomfort her ist das Model 3 nicht wesentlich viel schlechter als das Model S. Also ich merke nur minimale Unterschiede. Das Model S bekommt ein neues Fahrwerk. So, und wir haben bis jetzt noch kein Model S aus der Charge da gehabt, das das neue Fahrwerk hat. Deswegen, da werden wir euch mit Sicherheit auch noch mal ein Video droppen und euch das neue Fahrwerk reviewen, weil es dann natürlich sein könnte, dass das Model S komfortabler ist als das Model 3 vom Fahren. Aber jetzt gerade kann ich noch keinen großen Unterschied feststellen. Also ja, was heißt komfortabler? Das Fahrwerk ist schon um einiges härter. Also finde ich schon, ne? Ist nicht so hart, als würde man im Rennwagen sitzen oder sowas, ja. Aber schon dadurch, dass wir keine Luftfederung haben. Komfort muss man halt auf zwei Art und Weisen sehen. Ja, was das Einparken zum Beispiel, das Rangieren angeht mit dem Model 3, ist hier natürlich um einiges besser. Das Auto ist übersichtlicher. Man hat irgendwie auch, dadurch, dass die Lenkung so tough ist, irgendwie ein gutes Gefühl über das Auto. Deswegen hat das wieder einfach zwei Seiten, so dieser Komfort, ne? Ist ein bisschen härter. Ja. Gullideckel und sowas spüren wir hier mehr, aber ja. Ist also auch zur Konfiguration zu sagen, ist eigentlich top. Gefällt mir von außen gut mit dem Rot. Weiß, sagen jetzt viele, ist schwierig. Wir haben Kinder oder Hunde oder sowas, das mit der Empfindlichkeit dieser weißen Sitze, das haben wir halt auch nicht so kennengelernt. Wir haben echt gute Erfahrungen damit gemacht, weswegen halt auch fast alle unsere Testfahrzeuge diese weiße Innenausstattung haben, außer ein Kunde bestellt das jetzt explizit. Aber sonst nehmen wir die gerne, konfigurieren die gerne. Schafft hier jetzt im Model 3 auch irgendwie so ein bisschen Raumgefühl, also wenn man das Ganze jetzt in schwarz hier hätte, finde ich persönlich, erdrückt das irgendwie alles ein bisschen mehr. Wir haben jetzt dieses Modell auch ganz bewusst so lange behalten, weil das einfach so als Mietobjekt immer am interessantesten ist. Da haben sich die meisten Kunden drauf gemeldet. Dementsprechend haben wir hier halt auch wahrscheinlich das Auto mit den meisten gefahrenen Mieten und die Sitze sind sauber. Unser Aufbereiter hat die mit Sicherheit ab und zu mal drüber geputzt, aber das ist ja kein Thema, das kann ja auch jeder zu Hause machen. Also die sind so super beschichtet, die haben eine spezielle Beschichtung und dadurch kann man die mit Reinigungsmittel ganz einfach sauber machen. Also das ist kein wirklicher Mehraufwand. Man sieht da ab und zu vielleicht mal ein bisschen was drauf, aber das ist ganz entspannt eigentlich. Achso, noch einmal zurück zum Model S, da wollten wir noch einmal das Refresh ansprechen, was Elon ja jetzt quasi per Twitter abgesagt
gesagt hat. Finden wir ein bisschen schade, weil es für uns wieder so ein neuen Pep in die Model S und Model X Geschichte gebracht hätte. Wir sehen die Autos jetzt seit 4 Jahren oder so. Wir hätten uns gerne mal wieder eine Änderung gewünscht, die uns visuell auch noch ein bisschen, also nicht nur mehr anspricht, sondern was anderes ist einfach. Und jetzt kommen halt Updates peu à peu, wie zum Beispiel das Fahrwerk, die neuen Motoren. Dann kommt vielleicht irgendwann ein Interieur-Refresh, wobei er das auch noch nicht datiert hat. Exterieur hat er gar nichts mehr drüber gesagt. Das finden wir ein bisschen schade, ja, aber es ist so. Und es passt zu seiner Firmenpolitik natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze ergibt mehr Sinn, so wie er es jetzt macht. Aber es ist für den Konsumenten, glaube ich, die langweiligere Variante. Aber gerade deswegen wird man weiterhin weniger Unterschied zwischen Model S und Model 3 entdecken, gerade auf den ersten Blick. Und ich glaube, das Model 3 wird das Model S und das Model X deswegen länger kannibalisieren. Also mit kannibalisieren, um das mal ganz kurz zu erläutern, meinen wir, dass Model S und Model X Käufe rückläufiger geworden sind, seitdem das Model 3 da ist, weil es preis-leistungstechnisch die in vielen Sachen bessere Variante ist. Es gibt auch einige Sachen, die Model S und Model X besser können als das Auto. Die meisten kaufen sich Model S oder Model X jetzt momentan auch wegen Prestige und wegen, ja, weil es das Luxusklasse-Auto von Tesla ist, was auch legitim ist. Es gibt zu wenig Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Sachen. Deswegen kannibalisieren die sich und deswegen hätten wir uns auch gewünscht, dass er das neue Model S und Model X quasi mit einem Knall, mit einem Exterieur und mit einem Interieur-Refresh rausbringt. Dann wäre das wahrscheinlich wieder so ein bisschen verschoben worden. Musste man jetzt einfach schauen, in welchem Zeitabstand jetzt welche Updates rauskommen und wie sich das dann auf den Markt auswirkt. Aber wir sind zuversichtlich, dass trotzdem irgendwann noch ein Design-Update kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist wohl so. Ja. Und wir haben unsere Jungs hier jetzt auch immer die ganze Zeit dabei gehabt. Die sind im Model 3 mit drin gewesen. Was sagt ihr denn? Wie habt ihr so die Erfahrungen gesammelt? Ihr seid auch ein paar Mal Model S gefahren, als wir gedreht haben. Wie findet ihr das so im Vergleich zum Model S? Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Model 3 fühlt man sich noch mehr in der Zukunft, sage ich, weil man vor allem auch hier dieses Interieur, das ist komplett anders als bei Model S. Es ist halt, sage ich mal, ein Step nach vorne, das einfach auch, finde ich, der richtige Schritt ist, weil es einfach was anderes ist. Und ich finde, wenn man mehr in die E-Branche reingeht, dann sollte es auch Veränderungen geben. Das finde ich auch mega geil. Was ich auch heftig finde, die Beschleunigung hier ist einfach enorm. Viele sagen ja, oder ich weiß nicht, ob das viele sagen, dass das Model S auch nochmal mehr drückt, aber im Endeffekt, das Ding geht so krass ab, ja, das ist einfach schon Wahnsinn. Und ich denke, wenn man diese 300 PS mehr möchte, wann kann man die ausfahren? Das ist nochmal die Frage so. Also alles im einen finde ich, auch optisch muss ich ganz ehrlich sagen, das Model 3 schon etwas besser, aber ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich besser findet. Findet ihr, dass das Model S besser aussieht oder das Model 3 rein optisch? Jetzt nicht vom gesamten Ding her, sondern nur rein optisch finde ich persönlich das Model 3 schon schöner und weiß finde ich auch deutlich besser als schwarz. Ja, scheiß Profi. Aber also finde ich zum Beispiel ist auch ein großer Punkt beim Model 3 halt die weniger Leistung. Ich meine, wenn man jetzt Model 3 Performance fährt, das ist mehr als ausreichend. Punch haben die alle. Das ist halt ein riesiger Sprung zum Model S nochmal, weil er knapp eine Sekunde schneller ist. Das ist halt so ein Kritikpunkt, den manche auch, ne, erwähnt haben. Sonst alle Freunde, die bei mir mitgefahren sind, die finden die Karre mega. Hab jetzt auch einen Bekannten, der sich überlegt halt als nächstes Fahrzeug, fährt noch einen alten E34. Shoutouts an Alex. Der überlegt halt auch, sich als nächstes Fahrzeug ein Model 3 zuzulegen. Das ist ja schon mal ein Schritt, ne? Ich meine, in den jungen Jahren. Auf jeden Fall. Unsere Kunden sind im Durchschnitt auch jünger geworden. Ne? Unsere Zielgruppe hat sich ganz klar erweitert in der Zeit, in der das Model 3 dazugekommen ist. Und wir werden auch weiter in Richtung dieser Zielgruppe gehen, indem wir dann den VW ID.3 demnächst besorgen werden. Also das heißt, vorbestellt haben wir den schon, müssen halt warten, bis man loslegen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mit drauf habt. Der hat jetzt knapp 14.300 Kilometer gelaufen. Was kann man zur Laufleistung sagen? Eigentlich kein Unterschied. Also das ist so das zweitmeiste, was wir jetzt in dem Model 3 an Kilometerleistung hatten. Letztens haben wir einen rausgegeben mit knapp 17.000 Kilometern. Ist nix. Also weder Bremse noch Reifen noch irgendwas anderes. Das ist auch ein Bereich, wenn ihr das zum Beispiel kennt, wenn ihr eure Verbrennerautos kauft und halt auf den Kilometerstand achtet und der Kilometerstand hat eine extreme Auswirkung auf den Kaufpreis vom Auto. Das wird in der Elektromobilität stärker abnehmen. Jetzt gerade ist es noch so, wenn man die Autos anbietet und einen bestimmten Kilometerstand da drauf hat, muss man trotzdem preistechnisch irgendwie vorgehen, weil die Psychologie der Leute noch stärker danach gepolt ist, das Auto im Preis anzupassen anhand der Kilometer. Aber bei Elektroautos tritt
nicht annähernd derselbe Verschleiß auf wie bei Verbrennerautos. Das heißt, wir werden es in Zukunft so haben, dass Leute sich Elektroautos mit 150.000 oder 300.000 Kilometern auf der Uhr kaufen, weil einfach nicht mehr Verschleiß dran ist als vorher so wirklich. Also Bremsen werden ausgetauscht bei so 200, 250.000 Kilometern, sagt Tesla. Reifen müssen gewechselt werden und der Rest ist ziemlich verschleißfrei eigentlich. Ja, also wir haben bis jetzt in unserer ganzen Arbeitszeit, ich meine, wir stoßen die Autos ja innerhalb von einer, was heißt bestimmten Zeit, aber in einer recht schnellen Zeit, weil die Nachfrage so hoch ist, ab. Aber wir haben noch 6 Monate schon. 6 Monate. Guter Forecast. Ja, genau. Es ist so das allerlängste, wie wir ein Auto behalten würden. Da ist es uns halt noch nie passiert, dass wir mit der Antriebseinheit oder der Batterie Probleme gehabt haben. Ich überlege generell, waren wir mit irgendeinem Model 3 schon beim Servicetermin? Glaube nicht. Oder? Glaube nicht, nee. Also wir haben es ab und zu mal, dass die Autos, aber das ist autoübergreifend, also Model S und Model X auch, dass die ein Upgrade verschlucken. Ich weiß nicht genau, wie das passiert, aber dann hakt irgendwas am Display, dann ruft man kurz bei Tesla an, sagt die Fahrgestellnummer und dann schieben die das Update neu an. Dann muss man hier auch, wie man das von seinen anderen Updates kennt, bestätigen und die Uhrzeit kurz eingeben. Genau, hier müssen wir mal wieder Scheibenwischwasser nachfüllen. Servicetechnisch haben die Autos bis jetzt 0 Euro gekostet. Auf einen Spoiler warten wir noch. Genau, ja. Ne? Also, wenn gerade einer von Tesla zuhört, wir brauchen für unsere Performance-Autos auch Performance-Spoiler. Ja. Die sollten schon dabei sein. Aber da sind wir nicht die Einzigen, glaube ich. Hey. Sonst wirklich ein smartes Auto. Also wir haben hier zum Beispiel diese Mittelkonsole relativ einfach. Die hat 2 Widerstände. Wenn man das zu oft macht, die muss man langsam schließen, dann sagt einem das Auto das. Zum Beispiel auch die mechanische Türentriegelung, die kann man benutzen. Das ist halt einfach für einen Sicherheitsaspekt. Wenn wir das machen, sagt er uns halt auch, manuelle Türentriegelung verwendet, kann die Fensterverrahmung beschädigen und sowas. Also einfach smartes Ding, gut überdacht. Ich meine, das haben wir jetzt in den deutschen Autos auch. Wenn du da was falsch machst, sagt dir das Auto das eigentlich auch. Ja, aber ich finde das... ist eine geile Sache, also wir gehen auf jeden Fall auf eine coole Zukunft zu, ja. Wenn das Ganze ein bisschen autonomer wird und digitaler, ja. Und sowas, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir können ja noch mal einen kleinen Teaser rausholen und sagen, dass die nächste Sache, mit der wir uns zusätzlich beschäftigen werden, die du schon mal so ein kleines bisschen angesprochen hast, sich im Bereich Software abspielen wird. Und auch da sind wir begeistert davon, wie viele Schnittstellen Tesla da schon bietet, also für alle, die jetzt gerade so ein bisschen Software-Knowledge haben. Wir haben da festgestellt, dass Tesla das super unterstützt, einmal von der Software-Seite her sind die natürlich fortschrittlich als andere Autohersteller generell, aber was den Zugang angeht, was die Daten, die Tesla einem zur Verfügung stellt, angeht, kann man das noch weniger mit anderen Autoherstellern vergleichen. Jo. Ja, genau, das dann in der Kombination mit Online-Zulassungen, die jetzt anscheinend bald hier im Kreis Paderborn kommen, also falls jemand mit Autos zu tun hat, hier im Umkreis. Und oft beim Straßenverkehrsamt ist, ich habe mir sagen lassen, dass es jetzt bald online gehen soll, das wird auf jeden Fall viel Zeit sparen. Also abschließend zum Auto, zum Model 3, ganz klar mein Favorit von Tesla. Ich würde mich, wenn ich privat einen Tesla fahren würde, würde ich mich fürs Model 3 entscheiden. Für mich hat er in jeder Kategorie alles das, was ich brauche, auch wenn das Model S zum Beispiel im Vergleich in der einen oder anderen Sache ein bisschen was mehr hat. Andere Autos haben andere Vorzüge, aber gerade was Elektromobilität angeht, muss man fast aufs Model 3 setzen. Wenn man sich jetzt damit befasst, warum würde ich mir jetzt eher ein Model 3 zulegen? Das liegt alleine schon daran, dass ich das jetzt kaufen kann und sagen kann, ich kann in 1,5, 2 Jahren, wenn es soweit ist, weiter teilautonom fahren oder besser teilautonom als sowieso der Rest. Dadurch, dass wir halt jetzt beim e-tron zum Beispiel, was ich eigentlich das schönere Auto finde, natürlich auch, ne, preislich wo ganz anders liegt. Der hat zum Beispiel diese Rundumsicht, dass man sich sein Auto in 3D animieren kann und das schließt schon mal selbstlenkende Parksysteme aus. Habe ich mir sagen lassen, weiß ich nicht, was halt ein bisschen schade ist, weil sollte man dann irgendwann auf Vollautonomität gehen, müsste dann wahrscheinlich wieder irgendwie andere, ob Hardware erweitert werden oder einfach softwaretechnisch was geändert wird. Wäre halt schade, wenn man dann wieder direkt zu einem neuen Auto greifen müsste. Deswegen, preis-leistungstechnisch gibt es mittlerweile ab 42.000, Performance ab 53.000. Und apropos kaufen, ihr könnt die Autos bei uns immer gerne mieten und kaufen. Schaut einfach auf der Website vorbei oder schaut auf Mobile, da haben wir auch einen Account. Da könnt ihr euch über die Preise informieren. Und wir werden demnächst ein Website-Update machen, in dem es dann übersichtlicher ist. Wir auf der Website dann auch die Preise fürs Mieten ausschreiben, wird das Ganze für euch noch geiler. Also wenn ihr wissen wollt, welche Karren es so bei uns gibt oder was so neu reinkommt, ob wann irgendwelche Aktionen laufen oder sowas, dann checkt doch gerne Instagram und Facebook ab. Da bleibt ihr immer up to date, wenn ihr auch so ein bisschen was aus dem Tagesbetrieb bei uns sehen wollt.
Seid ihr da gut aufgehoben? Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert und dann sehen wir uns bald mit neuem Content. Haut rein.